Wie kann die Digitalisierung die Gesundheitswirtschaft verbessern? Wie kann die Digitalisierung Patienten, Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern helfen? Das Smartphone ist die klare Nummer 1 bei der privaten Nutzung von elektronischen Geräten. Das gilt für Jung und Alt. Da wäre es doch praktisch, wenn man das Smartphone von jedem Einzelnen für die Gesundheitsvorsorge und Versorgung einsetzen kann. Gesundheits-Apps werden in Zukunft eine wohl größere Rolle spielen. So haben Patienten relevante Daten immer am Mann. Auch wäre es einfach möglich, Termine zu vereinbaren, Fachärzten relevante Daten bereitzustellen und sich an validen Quellen kompetent informieren zu können. Besonders beim Datenaustausch spielt aber Datenschutz eine entscheidende Rolle. Bereits heute müssen zahlreiche Dokumente unterschrieben werden, damit Krankenhäuser, Haus- und Fachärzte Patientendaten untereinander zur Behandlung verschicken dürfen. Das muss natürlich auch mit Gesundheit 4.0 gewährleistet sein. Zusätzlich dazu sind auch digitale Therapien denkbar. Dabei unterstützen Apps oder Webseiten den Therapievorgang, beispielsweise durch internetgestützte Trainings, Videos oder Erinnerungen, seine Medikamente einzunehmen oder an Untersuchungen und Impfungen. Hier ist darauf zu achten, dass die Apps und Webseiten vom behandelnden Arzt empfohlen sein sollen, um beispielsweise den Therapiemaßnahmen nicht entgegenzuwirken. Ein weiterer interessanter Bereich von Smart Health ist Tracking. Mit Fitnessarmbändern, Smartwatches oder Pulsuhren, die direkt am Körper getragen werden, sammeln bereits viele Leute ihre Gesundheitsdaten. Ob beim Sport oder im Alltag spielt dabei erstmal keine Rolle. Man erkennt somit klar die Bereitschaft vieler Leute, seine Gesundheit und mögliche sportliche Fortschritte zu überwachen. Diese Entwicklung wird aller Voraussicht nach weiter zunehmen, sodass es in einigen Jahren ganz alltäglich ist, seine Gesundheit zu tracken. Interessant sind insbesondere Puls, Sportaktivität, zurückgelegte Schritte und Blutdruck, aber auch Kalorienverbrauch, Schlafrhythmus und Trinkmenge. Neben einer besseren Versorgung der Patienten spielen solche Daten auch für die Forschung eine Rolle. Sobald man seine Einwilligung gibt, dass seine Daten zu Forschungszwecken anonymisiert verwendet werden dürfen. Auch die Kommunikation mit Arzt und Krankenkassen wird vereinfacht. So werden Krankmeldungen bereits heute teilweise digital an die Krankenkassen geschickt. Aber auch ganz andere Trends können in der Gesundheitsbranche interessant sein. Augmented Reality kann in der Ausbildung von Ärzten helfen. Virtual Reality kann mitunter zur therapeutischen Anwendung von Demenzpatienten und weiteren eingesetzt werden. Künstliche Intelligenz und Robotik ermöglichen schwierige Operationen und eine verbesserte Diagnostik von Krankheiten wie Krebs. Man merkt also schnell, dass viele Errungenschaften der Digitalisierung eine direkte oder indirekte Anwendung in der Gesundheitsbranche finden.